Ja, zunächst einmal von mir auch einen schönen Nachmittag. Ich freue mich, dass Ihr Interesse so groß ist und Sie sich so zahlreich hier eingefunden haben. Üblicherweise ist das Thema Mobiltelefone auch eines, wo ich sage, das interessiert sehr viele Leute. Es möchte fast jeder bei Entscheidungen über Mobiltelefone im Unternehmen, glaube ich, mitreden. Und daher möchte ich also auch ein bisschen ausholen und einerseits auch ein paar technische Aspekte zu dem ganzen Thema bringen, abgesehen, also wie gesagt, von den kommerziellen und rechtlichen Dingen. Zunächst ein paar Worte über die Firma Imtech. Die Firma Imtech ist ein holländisches Unternehmen, das seine Wurzeln im Anlagenbau und Schiffsbau hat. Die hat eine Tochter, Imtech ICT, ist also ein international tätiges Informationstechnologieunternehmen, das in 49 Ländern mit knapp 3000 Mitarbeitern beschäftigt ist. Und in Österreich ist die ICT mit 350 Mitarbeitern in 9 Standorten vertreten, hat sich entwickelt aus einem Supplier von Infrastruktur und Netzwerktechnik zu einem Lösungsanbieter und bietet heute also auch komplette Lösungen im SAP-Umfeld an und auch im Bereich neuer Technologien, Cloud-Services und mobile Lösungen. Und in diesem Zusammenhang bin ich also hier. Ich leite bei der Imtech eine Gruppe, die sich mit Mobilität beschäftigt. Das ist nicht mein ganzer Job. Ich habe also noch einen zweiten. Ich bin seit 19 Jahren auch Geschäftsführer der Firma Sybase, die als Tochterunternehmen von SAP sich auch schon sehr lange mit mobilen Lösungen herumschlägt. Und in diesem Zusammenhang bringe ich Ihnen also den Vortrag. Wie gesagt, das sind einmal die Themen, die wir heute durchgehen wollen. Das Thema Bringer on Device hat Sie also sicherlich schon erreicht, egal ob Sie es wissen oder nicht. Also es geht davon aus, dass also in Ihrem Unternehmen wahrscheinlich die Mitarbeiter auch ihre eigenen Geräte schon mitnehmen, manchmal vielleicht ohne, dass Sie es überhaupt wissen. Dann, was sind die technischen Aspekte, um die es dabei geht? Welche Probleme gibt es dabei? Was für neue Möglichkeiten gibt es? Und wie gesagt, also am Abschluss haben Sie dann das Cope angeführt. Das war eben dieses Cope, ist ein neuer Name für etwas, was Sie eigentlich vielleicht schon alle kennen. Corporate Owned, Private Enabled. Was heißt das? Das heißt, Sie gestatten Ihren Mitarbeitern, die dienstlichen Telefone auch privat zu verwenden, ganz einfach. Und am Schluss haben wir dann noch Aspekte, die also die juridische Seite betrifft. Ja, was haben wir mit den Smartphones alles bekommen? Wir haben also eine Menge neuer Betriebssysteme für die Smartphones bekommen, neue Gerätetypen, also die Standard-Smartphones, die immer größer werden, der Name Phablet, die Tablets, neue Funktionen wie also Ortsbestimmungen, also GPS, Near-Field-Communication ist im Moment auch in aller Munde, wenn es darum geht, also durch Berührung zu zahlen. Und wie gesagt, es gibt auch ganz Menge neue Dinge, die Sie ja vielleicht privat nutzen, die Sie gerne im Unternehmen auch nutzen würden. Interessanterweise sind also die meisten Dinge, die Sie im Privat nutzen, auch gratis. Und Sie wollen natürlich, oder Ihre Mitarbeiter erwarten sich, dass Sie also diese Dinge, die Sie also privat nutzen und die Sie also für Ihre gesellschaftlichen Kommunikation verwenden, also auch im Unternehmen verwenden dürfen. Jetzt habe ich hier eine Kurve von Gartner aus Mitte letzten Jahres, wo untersucht worden ist, also welche Technologien sind im Kommen, welche sind nicht. Und es gibt genau eine Technologie, die hier ganz oben am Gipfel steht, und das ist dieses Bringer on Device. Und über dieses Bringer on Device möchte ich also heute mit Ihnen sprechen, wobei Bringer on Device nicht unbedingt nur heißt Bringer on Device, sondern kann auch heißen Bring Your Own Application, also bringe deine eigenen Anwendungen. Oder auch, und das ist vielleicht bei uns weniger üblich, aber in Amerika und so weiter, wo auch auf Kunden der Mitarbeiter also den Plan des Providers mitbringt. Das heißt, wo also der Mitarbeiter selber sich die Tarife zahlt. Charakterisiert ist das Thema durch drei große Bereiche, die also zu einer Vielzahl von Problemen führen können. Das erste sind die unterschiedlichen Betriebssysteme, die es gibt. Also ich habe hier drei Gruppen von Betriebssystemen angeführt. Die Sie am meisten wahrscheinlich kennen und alle von Ihnen kennen, ist Apples iOS oder von Google Android. Das sind auch diejenigen, die also wirklich heute am Markt, also die führenden Betriebssysteme sind für Smartphones.
wie gesagt, Microsoft mit Phone 8 versucht das jetzt zum x-ten Mal, also auch hier Fuß zu fassen, werden wir sehen, also wie sich das weiterentwickelt. Dann habe ich ganz unten, um das also zu vervollständigen, habe ich da hier Betriebssysteme, die eher am absteigenden Ast sind. Also das sind solche, die es in der Vergangenheit gegeben hat, die also heute zwar auch noch unterstützt werden müssen, aber immer weniger Bedeutung haben. Das ist von BlackBerry 7 und 8. Windows Mobile, das sind hauptsächlich die Industriegeräte mit den Scannern und so weiter drauf, die also sie bei den Botendiensten und so weiter finden, wann die herumlaufen. Und von Nokia, wie gesagt, Symbian kennen Sie, der neue Name von dem ist Bell. Symbian, Nokia selber hat also gesagt, also das ist ein Betriebssystem, das Sie jetzt noch 2 Jahre unterstützen und dann gibt es es nicht mehr. Was aber jetzt auftaucht, das ist also eine Menge neuer Dinge, die in der Zukunft auf uns zukommen, damit das Ganze noch komplizierter wird. Also das ist ein neues Betriebssystem, Sie haben vielleicht schon gehört von BlackBerry, gibt es also ein neues Betriebssystem, über das ich ein bisschen was auch erzählen möchte. Samsung hat ein neues Betriebssystem, das Tizen heißt, das also auch heuer noch herauskommt. Sailfish, die beiden haben eine Verwandtschaft, also die sind beides Ableger des ehemaligen Migo, wenn Sie ein bisschen sich in dem Markt auskennen. Das war ein Betriebssystem, das Nokia zusammen mit Intel betrieben hat und die haben sich dann, wie gesagt, verabschiedet davon. Firefox kennen Sie vom Browser, von dort gibt es auch ein eigenes mobiles Betriebssystem, das auf uns zukommt. Und dann aus der Linux-Umgebung kommt ein Ubuntu auf uns zu. Also alles das sind Dinge, die so heuer verfügbar sind. Und wenn Sie sich das anschauen und dann noch berücksichtigen, dass das nicht Systeme sind, die stabil sind, sondern wo es also im Jahr immer mehrere Releases gibt, können Sie sich vorstellen, dass also wenn Sie sich mit all dem beschäftigen wollen und all das unterstützen wollen und dem Mitarbeiter zur Verfügung stellen wollen, ist das ein Chaos, in das Sie da hier hineinlaufen, wie es also größer gar nicht mehr geht. Das zweite Thema sind die Apps oder Apps eigentlich. Ja. Also die im Sinne der Klarheit, was ich meine und wovon ich spreche, habe ich so 3 Gruppen von Apps unterschieden und man unterscheidet eben 3 Gruppen. Das eine sind Apps, die speziell fürs Unternehmen geschrieben werden, die Sie also schreiben lassen oder die Sie kaufen für das Unternehmen. Das sind Eigenentwicklungen in der Regel, die nach eigenen Sicherheitsrichtlinien gebaut werden können, wo sie sicher sein können, wenn die Mitarbeiter die verwenden, dann ist das sicher, mit den Daten geschieht kein Unfug und so weiter. Das zweite, das in der Mitte, das sind eben sogenannte Business Apps. Das sind Apps, sage ich, die also jemand entwickelt hat, die Sie in einem App Store zum Beispiel auch finden, die Sie auch von dem Hersteller kaufen können. Die sind fertige Standard-Apps, die Sie gerne einsetzen im Unternehmen, wie also E-Mail-Clients oder Browser oder wie gesagt Salesforce.com-Clients, auch von SAP, CRM-Clients, SharePoint, SharePlus-Clients, Office Viewer und so weiter. Also das sind also Applikationen, die nicht für Sie speziell gefertigt werden, sondern die als Standard eigentlich dem Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Und das dritte sind also die, sage ich jetzt einmal, App Store Apps oder Personal Apps, das sind die, die Sie sich vielleicht selber oder Ihre Kinder herunterladen aus den App Stores, angefangen von den Spielen über Dinge wie so Navigation oder Sportstracker und so weiter und die ganzen Social Media Dinge. Also diese 3 Arten von Applikationen gibt es also zu betrachten, wobei, wie gesagt, Enterprise Apps hier ausgenommen sind, weil bei Enterprise Apps haben Sie die normale, sage ich, Möglichkeit, über Sicherheit und Nutzung selber zu entscheiden, über die anderen können Sie also weniger entscheiden. Wenn wir uns anschauen, das ist jetzt der, sind also Zahlen aus dem App Store, dann sehen Sie es auch, dass also der Teil der Business Apps, das ist also der mittlere Teil, der Teil ist, der so am raschesten wächst und der das größte Volumen beschäftigen wird. Ne? Während die Enterprise-Apps, das sind die Orangen da hier links unten, zwar auch wachsen werden, aber sind also nicht in dem Umfang zu erwarten, also wie die Business-Apps. Wie gesagt, 44 Milliarden Downloads, 41 solcher Apps auf einem Gerät im Schnitt, das sind also Vorhersagen, wobei ich sage, also ob das jetzt stimmen wird oder nicht, ist egal, es ist jedenfalls die Menge, die auf uns zukommt, ist also gewaltig. So. Wenn ich jetzt diese Probleme habe,
Heißt das nicht trotzdem, dass er nicht das Unternehmen dagegen versperren soll, sondern das Unternehmen hat natürlich auch einen Nutzen, wenn also solche Applikationen verwendet werden. Wie gesagt, der wesentlichste Punkt ist, dass ich hier Prozessketten aufbauen kann ohne einen Medienbruch. Dass die Mitarbeiter höhere Produktivität haben, rascher reagieren können und letztendlich bessere Entscheidungen getroffen werden können. Das heißt, ein Ausschließen dieser Apps und ein Verschließen gegenüber diesem Trend wird wahrscheinlich nicht reichen. So, was sind jetzt die Dinge, die ich berücksichtigen muss, wenn ich also jetzt ein solches Thema im Unternehmen behandeln möchte? Die erste ist Sicherheitsüberlegungen. Wann immer Sie sich Umfragen anschauen, wo gibt es also Bedenken für den Einsatz des Smartphones im Unternehmen, dann ist Security immer das Erste. Und da möchte ich Sie also darauf hinweisen, es gibt eigentlich drei Sicherheitsaspekte, die Sie berücksichtigen müssen dabei. Das eine ist das Gerät selber, das zweite ist der Nutzer und das dritte ist die App. Und Sie können nicht eines von dem anderen trennen, sondern alle drei haben miteinander zu tun und müssen, wenn Sie also eine entsprechende Strategie aufbauen wollen, müssen Sie alle diese drei Aspekte berücksichtigen. Der wichtigste, eigentlich die größte Gefahr oder die Angst, die Sie haben sollten oder die also die Nutzer von solchen Smartphones haben, ist der Data Loss. Das heißt also, was passiert mit den unternehmenskritischen Daten, die möglicherweise auf einem solchen Smartphone vorhanden sind. Wie kann ich verhindern, dass diese Daten von dem Gerät, auf dem sie verwendet werden sollen, vom richtigen Benutzer verteilt werden in die Cloud oder woanders hin, wo ich also dann keine Kontrolle mehr darüber habe. Und letztendlich müssen Sie sich überlegen, welche Architektur und welche Vorgangsweise ist für mein Unternehmen die bestgeeignetste. Dann, was für Aufgaben überlasse ich dem Benutzer? Soll alles die unternehmensinterne IT machen? Soll das der Provider machen? Wie gehe ich hier vor? Was macht also der User vielleicht am besten in einem eigenen sogenannten Self-Service-Portal? Wie gesagt, kann er eigene Geräte registrieren? Kann er die Applikationen downloaden? Kann er, falls das Gerät verloren geht, zum Beispiel die Daten, die auf dem Gerät sind, automatisch selber löschen, braucht er dazu das Unternehmen? Und letztendlich, wie kann er zusammenarbeiten in einer sogenannten Enterprise Cloud? Das heißt also, wie können die einzelnen Mitarbeiter Informationen austauschen und bearbeiten gemeinsam, um das auch nutzen zu können? Der traditionelle MDM-Ansatz, über den ich hier nur ganz kurz eingehen möchte, heißt, also MDM heißt mobiles Device Management. Was heißt das? Das heißt, das Device wird in den Mittelpunkt gestellt und die Funktionen des Gerätes werden, in die Funktionen des Gerätes wird eingegriffen, zentral durch die IT. Das heißt, IT kontrolliert die Geräte, sagt, welche Anwendungen drauf laufen, welche Sicherheitseinstellungen vorzunehmen sind. Und letztendlich endet das meistens in Geräten, die einen sehr beschränkten Funktionsumfang haben, nämlich nur den ich dem Mitarbeiter für die spezielle Aufgabe geben möchte. Und ich habe auch nur eine bestimmte Anzahl von Geräten zur Verfügung. Wie gesagt, das hier sind Dinge, die Sie also mit traditionellen MDM-Geräten machen können. Sie können also einmal schauen, Inventur. Und der Inventur heißt nicht nur, dass ich weiß, das ist dieses Gerät, sondern da weiß ich drauf, also wie viel Speicherplatz ist zur Verfügung, wie schaut die Batterie aus, welche Applikationen sind drauf. Dann kann ich Zugangspunkte konfigurieren, also die WLAN-Zugangspunkte oder die Zugangspunkte für den Provider. Entsprechende Sicherheitseinstellungen, dass ich also, das ist übrigens eines der Punkte, wo ich unlängst gelesen habe, dass also immer noch ein Drittel der Telefone ohne irgendeine Sicherheitssperre verwendet werden. Das würde ich einmal generell jedem einmal sagen, das sollte er einführen. Wie gesagt, das kann man also mit solchen Dingen erzwingen, dass also ein Passwort beim Starten des Gerätes verwendet wird und wenn ich es länger liegen lasse zum Beispiel. PIM-Einstellungen. PIM ist Personal Information Management. Da heißt also, ich kann also die Daten, die also E-Mail betreffen, meine Kontakte, Kalender kann ich konfigurieren. Das ist auch eines von den Dingen, die also schon sehr lange zentral gesteuert werden können und OTA, over the air, das heißt also einen File-Transfer zwischen den einzelnen Geräten, ohne dass die Geräte im Unternehmen sein müssen oder angeschlossen werden müssen, das kann also über das Datennetz des Providers oder das WLAN erfolgen. Jetzt wird es ein bisschen technischer.
Ich habe es versucht, ein bisschen aufzulockern, auch für Sie. Diese neuen Betriebssysteme, also iOS, Android und auch Windows Phone 8, haben neue Sicherheitskonzepte. Und zwar ist so etwas wie eine sogenannte Sandbox oder Sandkiste oder Sandbox eingeführt worden. Was heißt eigentlich dieser Begriff Sandbox? Das heißt, dass also das Betriebssystem als Ganzes nicht den Applikationen immer und unbegrenzt zur Verfügung steht, sondern dass es jeweils einen Bereich gibt, der einer Applikation zugeordnet ist, auf den nur diese Applikation zugreifen kann. Was ist der Vorteil einer solchen Lösung? Wenn also eine Applikation nur auf einen der Applikation zugehörigen Bereich auf dem Handy zugreifen kann, dann kann es die anderen nicht stören und kann also auch keine Wechselwirkung auf die anderen ausüben. Das heißt, stürzt diese Applikation ab, ja, dann stürzt die Applikation ab, aber das Handy läuft das Ganze noch weiter, weil es eben eine wirklich getrennte Einheit auf diesem Gerät ist. Das hat natürlich auch Sicherheitsaspekte. Wenn ich nämlich jetzt jede Applikation in einer eigenen Sandbox laufen lassen kann, dann kann ich auf diese Art und Weise sicherstellen, dass nicht die eine Applikation die Daten der anderen Applikation, was nämlich so Trojaner und so weiter normalerweise machen, lesen, sondern ich kann also sicherstellen damit, dass jede Applikation nur den eigenen Bereich verwalten und auf den eigenen Bereich zugreifen kann. Es gibt dann in der Umsetzung jeweils Unterschiede, wie also dann doch noch eine Kommunikation zwischen diesen Applikationen möglich ist. Unter den Apple-Betriebssystemen geht es also nur so, dass sie das andere Programm aufrufen, also das läuft also über APIs. Bei Android ist es wieder anders und beim Phone 8 gibt es noch keine Lösung, also wie das umgangen werden kann. Es sei denn, wie gesagt, sie jailbreaken oder sie routen die Geräte. Zusätzlich, und das ist das ganz Neue und Interessante, auch im Speziellen im Zusammenhang mit Bring Your Own Device, gibt es ein sogenanntes Zwei-Personen-Konzept. Was ist darunter zu verstehen? Beziehungsweise es gibt jetzt zwei Anbieter von solchen Lösungen. Die einen im Android-Umfeld ist die Samsung. Wenn Sie sich vielleicht die Ankündigungen des neuen Galaxy S4 angehört haben, dann gibt es also dort etwas, was Knox heißt. Das kommt also von Fort Knox, wo es also darum geht, dass man so besonders sichere Unternehmensapplikationen machen kann. Und das Zweite, wenn Sie jetzt herumhorchen, ist die Firma BlackBerry, also die sich eben von RIM auf BlackBerry umbenannt hat. Da gibt es also das System 10, das Sie also derzeit vorstellen. Da gibt es so etwas wie Balance, heißt es. Und das ist im Prinzip beides das Gleiche. Da geht es darum, dass ich nicht die Applikationen selber alleine in einer Sandbox laufen lassen, sondern dass ich das Gerät mehr oder weniger zweiteile. Das heißt, ich teile einen Bereich des Gerätes, der steht also allgemein zur Verfügung, und ich habe einen zweiten Teil des Bereiches, der steht nur zum Beispiel dem Unternehmen zur Verfügung für unternehmenskritische Anwendungen. Und wenn Sie das genau nehmen, ist das also das Sandbox-Konzept noch einmal in einer Sandbox umgesetzt. Das heißt, also Sie haben einen Bereich, der absolut getrennt ist, wo die unternehmenskritischen Applikationen laufen können, und einen zweiten Bereich, der so völlig getrennt ist davon, wo also Sie Ihre privaten Applikationen laufen lassen können. Und wenn das Unternehmen beispielsweise jetzt den Unternehmensbereich verwaltet, hat es keinen Einfluss und sieht auch nicht, was in dem privaten Bereich passiert. Also das sind also ganz neue Technologien, die da hier entwickelt werden und die hier verfügbar sind. Das Ganze, abgesehen von Samsung Knox und dem BlackBerry Balance, gibt es auch als getrennte von einer Firma, also das Produkt heißt Divide, also wenn Sie das also interessiert, das sind also die Lösungen, wie man also solche getrennten Firmen und Privatbereiche erreichen kann. Wie gesagt, das schaut also dann so aus, ich habe also das da hier, das ist also ein Bild von der Samsung, das heißt, Sie haben im Prinzip de facto zwei Profile auf Ihrem Gerät. Das hat vor uralten Zeiten, hat einmal die Nokia das auf ihren Symbian-Geräten auch schon gehabt. Also wenn sie irgendein E-Serie-Gerät gehabt haben, haben sie immer ein privates und ein dienstliches Profil machen können. Also das ist jetzt genau dasselbe, nur noch viel stärker aufgeteilt. Und da gibt es also dann einen privaten Bereich und einen dienstlichen Bereich. Also das sind die zwei Personen, die dem Gerät zugeordnet sind. Und wie gesagt, sie können zentral, können sie sagen, ich verwalte nur den einen Bereich, ich verwalte beide Bereiche. Und es gibt keine Wechselwirkungen zwischen diesen beiden Bereichen. Ist natürlich eine Technologie, die ganz spannend ist, speziell wenn es darum geht, also Privatgeräte im Unternehmen zu haben.
oder umgekehrt auch, wie gesagt, Firmengeräte zu haben, die die Leute privat nutzen können sollen. Eine weitere Möglichkeit, die die heutige Technik bietet, ist das Wrappen von Applikationen. Also Wrappen heißt einwickeln, ist auch schon an sich aus der IT eine Technik, die sehr lange schon bekannt ist. Und mittlerweile gibt es das also auch für iOS-Systeme und für Android. Also das heißt, Sie können also jede App, die Sie haben, ohne dass Sie es auf die App selber, also auf den Source-Code der Applikation zugreifen können oder nicht, können Sie also diese App in eine Hülle einbauen, sozusagen wrappen und damit entsprechende Funktionen erzielen. Und welche Funktionen also durchaus möglich sind, habe ich hier angeführt und ich möchte das ganz kurz anführen, weil das recht interessant ist. Also zunächst einmal, ich kann also jeder einer solchen App ein Passwort und einen Usernamen geben. Das heißt also, nur ein bestimmter User mit einem bestimmten Passwort kann diese Applikation dann verwenden. Also Sie holen sich also was runter und wollen das zusätzlich geschützt haben, sodass, wenn Sie das Gerät Ihren Kindern geben, dass die Kinder diese Applikation zum Beispiel nicht aufrufen, kann man es auf die Art und Weise wrappen. Dann Verschlüsselung der Daten, dass also die Daten zusätzlich zu dem Sicherheitsmechanismus, der vorhanden ist, noch einmal geschlüsselt in einem eigenen Container aufbewahrt werden. Ganz wichtig, was also das Thema Datenverlust betrifft, Sie können verhindern, dass also Copy und Paste, also dass Sie also Texte oder Screens aus einer Applikation nehmen und in eine andere Applikation hinüber speichern, das können Sie also auch auf diese Art und Weise ausschalten. Dann vielleicht für Unternehmen wichtig, Sie können also einer App auch nur einen bestimmten VPN-Zugang zu Ihrem Unternehmen ermöglichen. Das ist insofern interessant, als wenn Sie einen VPN-Zugang generell auf dem Gerät einführen, dann haben Sie wieder die Möglichkeit, dass alle und jede möglichen Applikationen, die Sie nicht wollen, auch in Ihr VPN geht. Wenn Sie das hier machen, ist das der VPN ausschließlich für diese Applikation zugänglich, was natürlich auch eine sehr interessante Funktion ist. Sie wissen, dass nur diese Applikation diesen VPN-Kanal verwenden kann und sonst nicht. Geofencing. Sie wissen ja, heute haben also fast alle Telefone schon irgendwelche GPS-Sensoren drauf. Sie können sagen, dass die Applikation nur in einer bestimmten Umgebung funktioniert. Also wenn der Mitarbeiter im Bereich des Unternehmens ist, funktioniert sie. Wenn er den Unternehmensbereich verlässt, darf er sie nicht mehr aufrufen. Also auch diese Dinge können Sie allein durch Wrapping der Applikation erreichen. Dann Offline-Nutzung. Also Sie dürfen die Geräte nur dann verwenden, wenn Sie im Netzwerk sind. Wenn Sie nicht im Netzwerk sind, kann die Applikation nicht verwendet werden. Oder eine zeitliche Nutzungsbeginn. Das ist sagen, die Applikation darf nur in der Zeit von bis verwendet werden oder sie darf nur so lange verwendet werden, also nur 3 Stunden oder sonst irgendwas. Das sind alles Funktionen, die Sie so über diese Wrapping-Funktionen erreichen können. Und letztendlich Jailbreak und Routing, das ist das, was man normalerweise nicht machen dürfte mit den Geräten, weil wenn Sie das tun, dann können Sie eigentlich alle Sicherheitsmaßnahmen der Geräte außer Kraft setzen. Mit diesem Jailbreak und Routing können Sie zum Beispiel Applikationen sperren. Das heißt, im Moment, wo das Gerät gejailbroken ist oder geroutet ist, würde die Applikation auch nicht mehr laufen. Also ich glaube, das ist ein recht interessantes Feature, vor allem deshalb, weil wenn Sie jetzt nicht an Ihr Unternehmen denken, sondern wenn Sie daran denken, dass Sie also mit Partnern, Kunden und so weiter zu tun haben, deren Geräte Sie sowieso nicht kennen. Jetzt sage ich mal, Banken, die also Bankenapplikationen schreiben, können Sie auf diese Art und Weise sichern zum Beispiel. Oder immer mehr und mehr das Internet der Dinge. Also es sind ja solche Applikationen, finden Sie ja zum Beispiel in den Smart Meters und in den Grids der EVUs, die auf uns zukommen. Und das ist ja auch ein gewisses Risiko, dass dort etwas mit diesen Dingen passiert. Und es wird kein Mensch wird auf die Idee kommen, also diese Smart Meter und so weiter alle zentral zu verwalten. Sondern da wird einfach die Applikation, die dort läuft, entsprechend gekapselt werden. Und das sind also diese Einsatzgebiete. Oder die Autos, die miteinander sprechen. Sie werden ja sicher schon gelesen haben über die Apps, die in den Autos enthalten sind, die also mit der Zentrale kommunizieren und austauschen und sagen, wann der nächste Ölwechsel fällig ist oder wenn also etwas kaputt gehen wird, also die High-End-Autos und so weiter, haben wir das ja schon. Also auch dort sind also solche Dinge, Internet der Dinge und das Kapseln als Technologie recht interessant.
Wie gesagt, es funktioniert ganz einfach so, dass also hier die Applikation genommen wird, gerappt wird und dann kann man es in unterschiedlichen Ausprägungen für unterschiedliche Usergruppen entsprechend rappen. Es ist immer die gleiche Applikation, aber mit unterschiedlichen Sicherheitsfeatures ausgestattet. Ja, wie schaut das dann aus im Gegensatz zu diesen zwei Profilen oder zwei Persona-Bereichen? Schaut das halt dann so aus, dann haben Sie also einen Screen und auf dem Screen haben Sie halt dann Applikationen, die da so ein kleines rotes Schloss drauf haben, damit man erkennt, das ist also eine zusätzlich gesicherte Applikation im Gegensatz zu den anderen Applikationen. Wie gesagt, erfunden hat man dafür einen Namen Self-Defending App. Also ich glaube, sowas haben Sie vielleicht auch schon von Self-Defending Networks und so weiter gehört. Also jetzt gibt es also diese Self-Defending Apps, die so selber dafür schauen, dass sie also nicht missbraucht werden. So, ja. Das heißt also jetzt alles zusammengenommen, heißt das also, das traditionelle Device Management oder MDM-System muss erweitert werden, um solche Funktionen also auch zu unterstützen. Der Begriff, der dafür eingeführt worden ist, ist Enterprise Mobility Management. Das heißt also, es geht nicht nur um das Device Management, sondern es geht um das Management der gesamten mobilen Infrastruktur des Unternehmens. Und diese Erweiterungen betreffen einerseits Analytik und Reporting, dass sie so bessere Informationen über die Geräte bekommen, File-Sharing und dieses mobile App-Security. Und Aberdeen Group hat also eine Untersuchung durchgeführt, also welchen Nutzen diejenigen, die als Erster draufsetzen, die also im Mainstream draufsetzen, die am Schluss draufsetzen, in den unterschiedlichen Bereichen erreichen. Also da hier sind also hier unterschiedliche Kriterien angeführt. Also Sie können sich die Präsentation dann im Detail anschauen. Da geht es einmal, hier geht es darum, was für Schaden angerichtet werden kann oder den Nutzen, den ich habe, wenn ich den Schaden bei Verlust des Gerätes minimiere, wie die Produktivität sich verändert und so weiter. Dieses Bild hier zeigt also, wie solche Strukturen also implementiert werden, und da gibt es eben die unterschiedlichsten Varianten, also selber betrieben und in einer Cloud installiert, selber betrieben und in einer offenen Cloud betrieben und so weiter und so fort. Wie gesagt, also Sie sehen also das Thema Cloud und Wenden und Zusammenarbeit mit einem Dienstleistungsanbieter wie der Imtech ist also mehr oder weniger also eine durchaus typische Art und Weise, weil Sie ja nie das gesamte Know-how selber so einfach aufbauen können, das Sie brauchen, um das so zu betreiben. Wie gesagt, also die Imtech ist in der Lage, Ihnen in diesem Zusammenhang auch zu helfen. Wie gesagt, Sie können es natürlich auch selber treiben. Da gibt es also, das ist dieser, der hier self-managed, na, da, der Teil ist das, da hier self-hosted und self-managed. Ja, wie kommen Sie zu Ihrer besten Struktur? Wie gesagt, also wir machen das also in der Form, dass wir hier unterschiedliche Kriterien aufführen. Das ist jetzt von Gartner übernommen. Da gibt es die unterschiedlichen Kriterien, die also für ein entsprechendes, eine entsprechende Funktion sprechen. Daher haben Sie die unterschiedlichen Unternehmensprofile und dann wird mit unterschiedlichen Prozentzahlen bewertet und danach ergibt sich also dann ein Profil und entsprechend diesem Profil kann man das entsprechende Enterprise Management System für Sie aussuchen und installieren. Was ist jetzt Bring Your Own Device in dem Zusammenhang? Ich habe schon gesagt, das ist das Gerät des Mitarbeiters mit Apps des Mitarbeiters und der Provider-Vertrag des Mitarbeiters. Und nutzen tut man Apps des Unternehmens, Apps des Mitarbeiters und das Ganze wird also mit Pauschalzahlungen an den Mitarbeiter abgegolten. Warum wollen das Unternehmen machen? Das nächste ist einmal, es sind nicht unbedingt die Unternehmen, die so danach drängen, sondern es sind vielleicht die Mitarbeiter. Wenn Sie so junge Mitarbeiter haben, die sind also gewohnt, ihr iPhone, iPad, Android-System zu haben und wollen das gerne auch im Unternehmen einsetzen. Dadurch kommen Sie also in den Genuss dieses Themas. Zweiter Aspekt ist, wenn das Geräte sind, die den Mitarbeitern gehören, dann beschäftigen sie sich selber und identifizieren sich mehr an den Geräten. Vielleicht haben sie dann auch weniger Probleme mit den Geräten, weil die Leute die Probleme, die auftauchen, also selber nutzen. Drittes ist der Fortschritt in der Technologie. Also der Mitarbeiter tauscht sein Gerät vielleicht rascher aus, als sie es im Unternehmen aufgrund Abschreibungsfristen und so weiter austauschen können. Und damit können sie auch neue Technologien rascher nutzen.
Und vielleicht, und das hoffen viele, ist die Kostenersparnis, die damit im Zusammenhang steht. Wobei ich jetzt sagen muss, ja, das übergeben wir da hier. Kostenersparnis, sage ich Ihnen eigentlich voraus, werden Sie keine haben, egal wie Sie es ansetzen. Also wenn, das sind also auch die Erfahrungen, die also aus x Studien, also das ist also nur eine davon, die Sie im Internet finden können und nachschlagen können. Also der geringste Nutzen, den Sie haben, ist also eine Kostenersparnis mit dem Bring-Your-Own-Device. Und jetzt sind wir beim Gegenstück und das führt eigentlich zu dem, wo ich sage, das ist das, wo ich annehme, dass die meisten Unternehmen vielleicht in dieser Richtung marschieren würden. Das ist eben auch hier die Vorhersage COPE. Das heißt, das sind Firmengeräte, auf denen sie den Mitarbeitern einen privaten Bereich zur Verfügung stellen, den er nutzen kann, wie er will. Wie gesagt, COPE als Schlagwort ist neu, finden Sie auch. Und wie gesagt, also die Meinung ist, dass also bis 2015 70% der Unternehmen also so vorgehen werden. Und jetzt kommen wir zu dem Bereich, der natürlich bei Bring Your Own Device wesentlich kritischer ist, als wenn es ein Unternehmensgerät ist, dass sie den Mitarbeiter auch nur privat zur Verfügung stellen können. Das Erste ist, dass sie also das Kommunikationsgeheimnis wahren müssen, das für den Mitarbeiter, das ist also gesetzlich vorgeschrieben. Und das heißt, sie können Informationen über den Mitarbeiter nur sehr beschränkt auslesen oder sie dürfen es nur sehr beschränkt auslesen, welche Apps installiert sind, welche Fotos hat er drauf, wo befindet er sich und so weiter. Das sind alles Dinge, die sie also sehr, sehr kritisch handhaben müssen. Das Zweite ist, wie gelten Sie einem Mitarbeiter die Nutzung ab? Was sind die Nutzungseinschränkungen, die er damit bekommt? Welchen Einfluss nehmen Sie oder welchen Einfluss dürfen Sie auf die privaten Geräte des Mitarbeiters nehmen? Andererseits, Sie sind verantwortlich auf die Daten des Unternehmens. Wie können Sie sicherstellen, dass die Daten des Unternehmens nicht in falsche Hände geraten, wenn das nicht Ihr Gerät ist, ja, sondern wenn das ein Gerät des Mitarbeiters ist? Oder ein Thema ist das ganze Urheberrecht. Haben Sie sich schon mal überlegt, dass also viele der Applikationen, die man da hier auf die Handys kriegt, zwar für die private Nutzung frei sind, wenn es aber das Unternehmen nutzt, müssten Sie vielleicht was zahlen dafür in den entsprechenden Lizenzbedingungen. Und es ist immer noch eine Firmennutzung, auch wenn es auf einem privaten Gerät ist, ganz einfach. Was sollten Sie auf jeden Fall tun? Sie sollten auf jeden Fall mit den Mitarbeitern, wenn es also um private Geräte geht, auf jeden Fall eine schriftliche Vereinbarung treffen und das Ganze nicht im Nachhinein, sondern möglichst früh in der gesamten Phase. Und das Zweite ist, Sie müssen, es reicht nicht nur ein Papier vorlegen, unterschreiben zu lassen, sondern Sie müssen auch nachweisen, dass Sie versucht haben, dieses Ding zu kontrollieren, was Sie hier haben. Das heißt, Sie müssen also auch eine schriftliche Vereinbarung, die Sie mit dem Unternehmen, mit dem Mitarbeiter abschließen, müssen Sie auch in der Lage sein zu kontrollieren. Es bleibt Ihnen offen, in welcher Form Sie das tun, aber Sie müssen entsprechende Maßnahmen setzen. Und damit können Sie also, was sind diese Self-Defending-Apps oder das Dual-Persona oder wie gesagt, also das Trennen von E-Mails, private E-Mails und dienstliche E-Mails und so weiter, das sind Dinge, die Sie auch kontrollieren können müssen. Was soll dann drinnen stehen noch? Es muss dann drinnen stehen, wer, wie, wann und welcher Form auf die Daten am Gerät oder des Unternehmens Zugriff genommen werden kann. Sie müssen Mindestsicherheitsmaßnahmen verlangen, also ein Passwort oder automatisches Sperren des Bildschirms nach einer gewissen Zeit. Beschränkungen des Privateinsatzes wird auch notwendig sein müssen. Sie müssen, was hier, wenn ihr jetzt ein Apple nehmt, dass Sie sagen, ihr darf Siri nicht verwenden oder darf iCloud nicht verwenden. Die Nutzung durch Dritte ist ein Thema, die also in dieser Vereinbarung stehen müsste. Und die Haftungsverteilung auch, also wann das Gerät verloren geht, zwischen dem Mitarbeiter und dem Unternehmer beispielsweise. Und damit wäre ich jetzt einmal fürs Erste am Ende des Vortrags. Ich lade Sie herzlich ein, also sich an uns zu wenden. Wir helfen Ihnen gerne, falls es darum geht, eine solche Enterprise-Management-Infrastruktur aufzubauen. Und kann Sie nur einladen, also das auszunutzen. Wie gesagt, wir machen auch Workshops dazu,
dann wo ihr das Ganze Ihnen auch genauer vorführen können. Wie gesagt, alles das, was Sie hier haben, gibt es heute zu kaufen, können Sie verwenden. Und vergessen Sie bitte noch eines nicht, auch wenn das hier jetzt so schön klar ausschaut, das Thema Mobiltelefon ist keine exakte Wissenschaft. Ja. Also ich bin zwar Techniker, muss Ihnen aber sagen, alles das, was ihr gesagt hat, funktioniert idealerweise immer. In der Praxis werden Sie aber jede Menge Lücken, Probleme und so weiter finden, in die Sie hineinfallen können. Und da können wir Ihnen natürlich auch helfen mit unserer Erfahrung. Dankeschön.